Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat leider Gottes doch verloren gegen den LASK. Man muss aber gleich mal vorwegnehmen, die Blackies haben sich durchaus teuer verkauft, würde ich mal behaupten. Also das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf jetzt hundertprozentig wider. Der LASK am Ende kaltschnäuziger, das muss man den Linzern zugutehalten. Die Blackies im Abschluss eben nicht konzentriert genug. Da hat immer so das letzte Quäntchen Präzision gefehlt. Viele Schüsse eher ans Außennetz etc. Aber nichtsdestotrotz haben die Blackies, glaube ich, sich ordentlich verkauft. Kommen wir zum Spiel. Erste Hälfte fand ich im Großen und Ganzen eigentlich ausgeglichen. Sturm gut begonnen. Die erste, ja, nennen wir sie Halbchance, hatten auch die Blackies. Nach einem Pass von Friesenbichler trifft Janschau über die rechte Seite den Ball leider nicht richtig aus aussichtsreicher Position. Das war schon die erste Möglichkeit nach wenigen Minuten für die Blackies. Auf der anderen Seite hatte der LASK allerdings sehr schnell und sehr eiskalt, muss man sagen, zugeschlagen. Eggerstein mit dem Zuspiel über die linke Seite auf Hussein Balic. Bei Sturm funktioniert die Viererkette nicht hundertprozentig. Ich glaube, Dante oder Wüthrich sind da zu spät rausgerückt. Auf jeden Fall ist dann Balic allein vor Siebenhandel, platziert dann der Schuss ins lange Eck. Keine Chance für unseren Schlussmann und das war eben die frühe Führung für die Gäste aus Oberösterreich. In Folge allerdings sind dann trotzdem die Blackies auch bemüht, genauso wie der LASK, muss man sagen, schnelle Umschaltmomente zu kreieren. Also sowieso ein relativ hohes Tempo im Spiel. Es geht immer wieder so hin und her im Laufe des Spiels. Wenig später eben nach dem 0:1 eine gute Möglichkeit. Ich glaube, Hierländer spielt den Ball, wo es die Blackies schnell machen, in die Spitze zu Friesenbichler. Der zieht mehr oder weniger allein, gedrängt von einem LASK-Verteidiger aufs Tor, kommt dann aber in den letzten Metern außer Tritt und dann wird eben der Abschluss auch so ein bisschen ungefährlich im Endeffekt. Und deswegen bleibt es dann erstmal beim 0:1. Dann geht es sowieso so ein bisschen hin und her, was so die Abschlüsse betrifft. Also der LASK hatte dann, glaube ich, durch Michol, also so Mitte der ersten Halbzeit, noch eine wirklich gute Möglichkeit. Aber ansonsten, ja, die meisten Abschlüsse eher nicht so ganz präzise von beiden Seiten. Auf jeden Fall geht es mit dem 0:1 dann in die Kabine. Zweite Hälfte, dann der erste Abschluss erstmal vom SK Sturm durch Kuhn, wenn auch eher ungefährlich. Danach hat dann auch, also es geht sowieso dann auch weiterhin hin und her, danach hat auch der LASK wieder eine Fastmöglichkeit. Balic aus aussichtsreicher Position wird nochmal abgegrätscht, ich glaube von Wüthrich war es, und die Blackies dann auch in Folge mit einem Konter aus der eigenen Hälfte gestartet. Der mündet dann in ein steiles Zuspiel zu Friesenbichler, der legt dann nochmal ab für Hierländer, der wird dann auch nochmal geblockt und dann Kuhn im nächsten Versuch trifft dann auch nur knapp das Außennetz. Auch wenig später gab es dann auch die nächste Möglichkeit, wieder mit einem Schuss ans Außennetz, ein Einwurf von Ingolic über die rechte Seite bei Sturm auf Janscher, der zieht auf und davon leider keiner mitgelaufen und so trifft auch Janscher nur das Außennetz, sowieso in Folge der zweiten Hälfte. Die Blackies immer druckvoller, also man hat dann schon auch spielerische Heft mehr in die Hand genommen als der LASK, wie ich finde. Wenig später gibt es auch eine wirklich gute Möglichkeit, wenn nicht vielleicht sogar die beste, fast im zweiten Durchgang für Sturm zum Ausgleichstreffer durch eben Ivan Lubic. Friesenbichler über links und Lubic sind in guter Position. Ich glaube, ein Linzer ist da dazwischen. Das Zuspiel kommt mit Ach und Krach dann bei Lubic und der probiert den Last Keeper zu überlupfen, gelingt ihm nicht. Eine gute Möglichkeit, relativ freistehend vom Tor zum Ausgleich für Sturm, aber der will einfach nicht fallen. Danach gibt es dann in der Schlussphase ja noch eine Ecke für die Blackies, wo hier Lenders Kopfball dann auch knapp ans Außennetz geht. Auch das eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Die Blackies hätten sich gerade in der Schlussphase, wie ich finde, den Ausgleich mehr als verdient gehabt. Aber der wollte einfach nicht fallen. Meistens war es halt dann wirklich so, dass die Bälle entweder drüber oder daneben gingen. Ich glaube, es gab 16 Abschlüsse insgesamt für Sturm, mehr als der LASK. Aber ja, die Präzision, die hat dann gefehlt. Und dann gab es eben auch noch den entscheidenden Knackpunkt in der Nachspielzeit, wo es eigentlich schon egal war, muss man sagen. Sturm natürlich aufgerückt. Entschärfen im ersten Moment noch einen Angriff des LASK. Amadou Dante spielt dann aber, ja, einen Rückpass, den man nicht als Rückpass bezeichnen kann, also hat einfach mal ein Blackout, legt im Grunde ja dem Linzer Angreifer dann den Ball vor, Siebenhandel kann er natürlich nichts mehr machen, der Linzer, keine Ahnung, wer es da war, spielt dann nochmal rüber auf Eggerstein und der
ja, trifft dann das leere Tor, war dann keine wahnsinnige Herausforderung, das 2-0, also in der Nachspielzeit war dann nur mehr der Deckel drauf im Endeffekt, aber okay, so muss man sagen, der Lars cleverer gewesen, die Blackies sicher mit einer aufopferungsvollen Leistung. Man kann den Schwarzen, finde ich, trotzdem nicht wahnsinnig viel vorwerfen, außer dass man das Tor nicht getroffen hat, also von dem her, ja, muss man sagen, sechstes Spiel, die erste Niederlage in der Liga, ist verkraftbar, wenn auch bitter. Ein Punkt wäre Minimum drin gewesen, vielleicht sogar mehr mit eben ein bisschen mehr Abschluss, Präzision, aber im Endeffekt gut, geht eben auch die Liga weiter. Und ja, von dem her muss man eben dann diesmal ja, diese bittere Pille einfach mal schlucken. Von dem her, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich trotzdem und bis dann. Ciao, ciao.